bald wird es einen neuen Sponsor geben für die Sportfreunde Siegen. Die Mercedes-Benz Bald AG aus der Siegener Leimbachstraße wird in Zukunft auf dem Ärmel der Sportfreunde-Trikots zu sehen sein. Vorstandsmitglied Harald Geig machte klar, warum man sich für ein Sponsoring bei den Sportfreunden Siegen entschieden habe. Das in den letzten Jahren gelittene Image der Bald AG soll nach einem Vorstandswechsel wieder aufpoliert werden und dies unter anderem mit einer Partnerschaft zusammen mit den Sportfreunden Siegen. Zu dieser Pressekonferenz, wo auch die neuen Trikots der heimischen Fußballer vorgestellt wurden, kamen zahlreiche Pressevertreter sowie die beiden Spieler Mark C. und Wojciech Pollock. Auch Trainer Michael Boris hörte gut zu, was Harald Geig zu dem mittlerweile 150 Jahre jungen Unternehmen zu sagen hatte. Nach zahlreichen Gesprächen, unter anderem mit Manfred Utsch, aber auch mit dem derzeitigen Trikotsponsor der Firma Geico, habe man sich dann endlich durchringen können, die Sportfreunde Siegen in der kommenden Regionalliga-Saison zu unterstützen. Die Sportfreunde Siegen ihrerseits, vertreten durch Fritz Reuter und Ulrich Steiner, bedanken sich bei dem heimischen Unternehmen für die zukünftige Unterstützung. Einige Informationen zu den neuen Trikots gab es dann auch noch. Der Schriftzug auf der Rückseite hat die gleiche Schriftart wie die der italienischen Nationalmannschaft auf deren Trikots. Mit dem Kutschenbau begann damals alles bei der Firma Bald in der Siegener Leimbachstraße und heute haben sich die Zeiten geändert. Mit 100% Dynamik will man mit den Sportfreunden Siegen weiter durchstarten. Kleinigkeiten gibt's noch zu verbessern, so wird wohl mancher Sportfreunde-Fan lieber auf seinem Auto folgenden Schriftzug haben wollen. Aber was er nicht ist, kann ja vielleicht noch werden. Wojciech Pollock ließ sich auf jeden Fall mal das heiße Gefährt genauer erklären. Die Sportfreunde Siegen freuen sich auf einen neuen Sponsor. Wir hoffen, dass die neue Saison unter einem guten Stern steht. Mit Mercedes Bald. Michael, wir sind hier bei Mercedes Bald, einem neuen Sponsor der Sportfreunde Siegen. Aber bevor wir dazu kommen, hast du gestern Abend Halbfinale geguckt? Nur die erste Halbzeit, bin dann eingeschlafen, weil im Moment ist es sehr, sehr viel Arbeit hier. Nicht von der Trainingsintensität, sondern vom Neuerklären, wie hätte ich gerne Fußball. Und das nagt schon sehr. Da war ich gestern Mittag auch nochmal selber ein bisschen laufen und von daher habe ich die Einwechslung von Reus habe ich nicht mehr mitgekriegt. Ich habe auf jeden Fall an dich gedacht beim Spiel, weil ich denke, Jogi Löw war relativ ruhig und wenn deine Jungs so gespielt hätten, wärst du etwas aktiver an der Seitenlinie gewesen. Kommen wir zum aktuellen Anlass hier. Mercedes bald neuer Sponsor. Inwiefern ist dir die Firma vielleicht bekannt? Ist ein alteingesessenes Unternehmen in Siegen? Ja, ich habe heute mal mehr Details gehört. Irgendwo so, ja, die gleiche Geschichte wie die Sportfreunde hatte. Haben sie halt oben gesagt, dass Anfang letzten Jahres das Image wohl auch nicht so gut gewesen war. Habe ich mir auch letztes Jahr immer wieder anhören müssen, ja, Sportfreunde früher und so weiter. Die Autos, die hier stehen, im Hintergrund sitzt saß Mark C. und Wojciech Pollock da drin. Ja, sie peppen auf, sind frisch. Die Menschen hier bei Bald super nett, haben uns auch nett aufgefangen. Ich denke einfach mal, das passt auch von der Kooperation. Starkes Unternehmen, Mercedes im Hintergrund und starkes Fußballunternehmen. Der Stern prangt jetzt auf den Oberarm. Der Sponsor wäre mit Sicherheit nicht böse drum, wenn du ein bisschen mehr was für den Bizeps machst, oder? Ja gut, wenn ich guck mal Marc und Wojci an, die haben also der wackelt nicht, der Stern, der ist schon fest. Erste Vorbereitungsniederlage, ich denke mal, die siehst du nicht ganz so eng gegen Preußen Münster, aber was kannst du zum aktuellen Trainingsstand sagen? Wie weit sind die Jungs schon so weit, wie du sie gerne hättest oder ist noch Verbesserungsbedarf zum Stand jetzt? Nein, was ich halt... Ja, ich habe ja vorher 8 Kilometer den Lauf gemacht, war mir eigentlich auch egal, das Ergebnis gegen Preußen Münster war in der Höhe gut. 2 Tore pro Klasse sollte man ja nur bekommen. Was ich sagen muss, gerade nach dem Spiel haben wir nochmal das alles erarbeitet und aufgearbeitet. Ja, und es geht von Tag zu Tag, kommt immer mal wieder was, was der ein oder andere Neuzugang nicht wusste. Die aus der letzten Saison helfen den Jungs ungemein, weil der ein oder andere hat von draußen sowas noch nie gehört, haben sie mir im Nachhinein gesagt, weil ich natürlich auch nicht leise war am Mittwoch. Aber auch das Coaching in der Mannschaft hat der ein oder andere Neuzugang sich echt positiv überrascht gefühlt, weil er halt nicht gewusst hatte, dass mal hinter ihm einer sagt, da kommt einer oder das. Also das wächst. Wir fahren nächste Woche ins Trainingslager. Ich denke, danach sitzen wir noch alle ein bisschen enger zusammen und dann
geht es ganz ruhig in 5 Wochen erst los. Da wollen wir hoffen, dass nicht zuletzt mit dem neuen Sponsor die neue Saison unter einem guten Stern steht und wünschen dir und der Mannschaft eine gute Vorbereitung. Hast jetzt einen rausgehauen, ja. Danke, bis später. Herr Geig, wir sind hier bei Mercedes bald, einem neuen Sponsor der Sportfreunde Siegen und trotzdem für viele Siegerländer ein bekanntes Unternehmen. Können Sie vielleicht mal ganz kurz beschreiben, wo die Motivation lag für die Sportfreunde Siegen, ja, die Werbetrommel zu rühren oder auch jetzt auf dem Ärmel zu prangern? Ja, es ist richtig, dass wir sowohl als alteingesessenes Unternehmen eigentlich auch schon eine langjährige Zusammenarbeit es in vorigen Jahren ja gab mit den Sportfreunden, aber in den letzten Jahren aufgrund unserer eigenen Turbulenzen dies nicht möglich war. Und wir befinden uns tatsächlich noch in der Situation, dass wir sanieren müssen. Wir sind noch nicht über den Berg, aber gerade auch in dieser Phase hatten wir mehrere Gespräche geführt. Man kam auch auf uns zu und wir leben von den Menschen in dieser Region, die auch hier ansässig sind. Und diese Menschen treiben auch Sport und die Sportfreunde Siegen sind die erste sportliche Adresse in dieser Region. Und so kam es auch aufgrund der Zusammenarbeit mit der Firma Geico und anderen Unternehmen dazu, dass wir gesagt haben, okay, dann lass uns hier auch an der Stelle unserer gesellschaftlichen Forderung und Verpflichtung auch nachkommen. Und die Sportfreunde, die ja jetzt aufgestiegen sind, wir sind dabei, wieder aufzusteigen, das auch parallel so zu begleiten, in einem Maß, was wir uns auch erlauben können. Sie haben eben oben bei der Pressekonferenz gesagt, es soll Spaß machen, die Zusammenarbeit. So, die Sportfreunde Siegen haben sehr viel Spaß gemacht in der letzten Saison. Werden Sie Spaß haben bei dem einen oder anderen Stadionbesuch in der kommenden Saison? Aber na klar, also das ist natürlich zwingend und auch ich freue mich schon drauf. Das ist für mich auch eine Premiere, denn wir sind ja in relativer Nähe. Ich bin schon des Öfteren an dem Stadion vorbeigefahren. Ich habe auch schon viel aus der Vergangenheit gehört, natürlich. Aber ich freue mich richtig drauf. Wir werden das wahrnehmen und Sie werden mich des Öfteren im Stadion persönlich auch sehen. Jetzt ist Ihr Logo, der Stern von Mercedes, auf dem Oberarm, auf dem Ärmel. Ich habe eben schon mit Michael Boris gesprochen, ob er ein bisschen mehr Training für den Bizeps machen kann. Käme ihm mit Sicherheit sehr entgegen, dass er noch ein bisschen größer wirkt, oder? Das stimmt. Wobei ich sagen muss, also er ist schon so groß möglichst geworden auf dem Arm. Also er hat mich überrascht, gefällt mir sehr, sehr gut. Ist richtig gelungen. Er ist sichtbar und erstrahlt. Ja? Wobei das Bald AG, das da drunter steht, genauso wichtig ist. Ja? Wo sehen Sie vielleicht als Sponsor, muss ja auch eine Motivation sein, die Sportfreunde in der nächsten Saison? Hat man da auch vielleicht mit Ihnen drüber gesprochen, über Saisonziele? Oder wo meinen Sie, werden die Sportfreunde vielleicht am Ende der Saison landen? Also ich denke, wir haben darüber gesprochen. Ich denke, dass man erwarten kann, und das ist auch sicherlich unser Anspruch und Ansporn, dass man sagen kann, nachdem man jetzt erstmal diese erste Stufe geschafft hat, dass man das Ganze stabilisiert bekommt in der nächsten Saison und nicht gleich den Anspruch hat, dass man schon wieder ganz vorne mitspielt, sondern sich wirklich im Mittelfeld so richtig schön festsetzt, um zunächst mal zu sagen, wir spielen in dieser Liga ordentlich und gut mit, um dann in der Folge, ja, mit einem nachhaltigen Aufbau dann mal zu sehen, wie es weitergehen kann. Also wir haben nicht die Forderung, dass wir übermorgen Europameister werden wollen. Ja? Das schaffen ja noch nicht mal die Deutschen. Genau so ist das. Wir hoffen, dass die Saison unter einem guten Stern steht, nicht zuletzt mit der Firma Bald. Wünschen Ihnen fürs Unternehmen und für die Sportfreunde für die Saison alles Gute. Herzlichen Dank. Ebenso wünschen wir das auch. Ja, vielen Dank. Marc C., du hast eben hinter dir in diesem wunderschönen Mercedes gesessen. Könnte man sich als Firmenfahrzeug gut vorstellen, oder? Ja, könnte man, aber wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Aber ich bin auch zufrieden. Ich habe ein Auto und das fällt mich auch hin. Du warst vorher bei Viktoria Köln. Man hat gehört, du bist unter anderem wegen der Fanbasis nach Siegen gekommen. Was sprach noch für die Sportfreunde Siegen, dass du den Weg von Köln nach Siegen gefunden hast? Erstmal hatte ich sehr gute Gespräche mit dem Verantwortlichen, mit dem Trainer, mit dem Manager. Also das Konzept hat mich überzeugt. Die Taktik, die er vorgeben wollte und auch will. Also ist schon, ich glaube, dass Siegen auf einem sehr guten Weg. Und natürlich habe ich auch beeindruckt, wo ihr halt bei uns den Aufstieg halt perfekt gemacht habt. Was da los war, war schon beeindruckend, muss ich sagen. Der ganze Block war voll und habe ich schon gedacht, ja. War schon echt beeindruckend, muss ich sagen. Kommen wir mal ganz kurz zu diesem Spiel, was wir auch live übertragen haben, zwar mit ein paar Aussetzern, aber es hat einigermaßen funktioniert. Wie hast du das wahrgenommen? Weil ich sag mal, ihr wart unangefochten eigentlich auf Tabellenplatz 1 mit Viktoria Köln, dann kommt Siegen und war ja schon recht dominant in dem Spiel, oder? Ja, also ich sag ja, wir waren ja schon aufgestiegen, das muss man natürlich auch immer dazu sehen. Dann hat ja Siegen dann auch am Ende selber gemerkt, wie das ist, wenn man schon durch ist. Dann lässt man halt immer ein paar Prozente, macht man halt weniger. Und das war in dem Spiel halt auch von Viktoria unserer Seite klar zu sehen. Klar hat Siegen in diesem Spiel das Spiel dominiert und auch hochverdient gewonnen. Und man hat doch gesehen, dass sie an dem Tag alles klar machen wollen.
Wie waren jetzt so die ersten Trainingseinheiten? Wir haben nach dem Eröffnungstraining gehört von einigen, es war sehr anstrengend. Ihr seid viele Kilometer schon gelaufen, so wie es zu Ohren gekommen ist. Wie ist das Training unter Michael Boris? Wie gefällt es dir im Siegerland? Wie ist das Paket insgesamt? Ja, also es ist schon ganz klar sehr hart, muss man sagen. Wir haben jetzt jeden Tag zweimal trainiert. Plus das Spiel, was wir hatten gegen Münster jetzt, jeder eine Halbzeit. Aber ich denke, es ist auch sehr wichtig, weil das wird eine ganz, ganz schwere Saison. Wir sind 6 Absteigern, wir haben 38 Spiele. Und ich glaube, wenn man da jetzt schludert, könnte das dann im Nachhinein in die Hose gehen. Und deswegen, die Mannschaft zieht komplett gut mit. Und ich denke, das gehört dazu. Ich habe jetzt schon einige Vorbereitungen gemacht und es ist immer wieder ein bisschen was Neues. Aber im Endeffekt muss man sich immer quälen. Mit dazu gehören dann auch solche Sponsorentermine wie heute für die Spieler. Jetzt bist du frisch im Siegerland, kennst vielleicht auch Mercedes bald noch nicht so. Wie ist das dann immer für einen Spieler? Hört man da fleißig zu oder ist das so ein, ich will nicht sagen Pflichtbesuch, aber das, was man halt mitmachen muss? Ne, ist natürlich eine schöne Abwechslung. Also ich finde schön, dass man merkt, dass hier was passiert. Also dass der Verein nicht einfach so davor einfach so läuft, dass sich viele interessieren. Mercedes ist jetzt auch mit eingestiegen und ich denke, das spricht ja alles nur für den Verein und auch dafür, dass wir hier nicht für irgendwas spielen, dass hier eine Region dahinter steht. Und ich denke auch dann, dass das Stadion gut gefüllt ist. Und für einen Fußballer gibt es ja nichts Schöneres, als wenn man in einem vollen Stadion spielt. Und ich denke, da gehören so Termine ganz dazu und die macht man auch gerne. Letzte Frage mit Blick auf die neue Saison. Michael hat das Ziel 50 Punkte plus X ausgegeben. Siehst du das ähnlich oder vielleicht auch mit Spielern, die du schon kennst, sagst du, da ist vielleicht auch mehr machbar? Ja, ich denke, das ist erstmal das Ziel, wo wir auch alle dahinter stehen und was der Trainer vorgibt und was dann nachher noch dann hinzukommt, das muss man einfach sehen. Aber ich denke, erstmal diese 50 Punkte sind erstmal das Ziel, weil die Liga auch nicht einfach ist. Da muss man vorsichtig sein. 20 Mannschaften, sehr viele Spiele, 6 Absteiger, also da darf man sich keine Schwächeperiode leisten. Und ich denke, da, wenn wir erstmal die 50 Punkte haben, kann man sich immer gerne nochmal über neue Ziele unterhalten. Dann wünschen wir dir eine gute Vorbereitung, bleib verletzungsfrei in der Saison und helf den Sportfreunden Siegen, einen sicheren Platz in der neuen Regionalliga zu fassen. Ja, da bedanke ich mich.